Es geht heute nochmal um lineare Funktionen. Ich werde nochmal eine kurze Einführung machen, was wir bisher kannten und wie wir dann weiterkommen damit. Lineare Funktionen, wir hatten ja gesagt, das sind gewisse Zusammenhänge aus Zusammenhänge zum Beispiel aus solchen Sachen wie Stück und Preis, ne? Und wir hatten ja gesagt, es ergeben sich Linien, wenn wir zum Beispiel 4 Stück kosten 10 Cent und 8 Stück kosten dann 20 Cent und so weiter. Wenn ich das hier kürze, kann ich dann sagen, naja, Moment, durch 4 ist 1, durch 4 ist 2,5. Wenn ich das durch 8 teile, habe ich hier 1 und 20 durch 8, das sind wieder 2,5. Also es ergeben sich immer wieder gleiche Wertepaare. Das heißt, es herrscht Proportionalität vor und die Proportionalität bedeutet, dass wenn ich das grafisch darstelle, also hier zum Beispiel die Stück und hier den Preis, dann kann ich sagen, gut, wenn ich keins kaufe, habe ich den ersten Punkt. So hatten wir uns ja geeinigt. Und wenn ich dann, lass hier 4 sein, hier haben wir 8 Stück, hier haben wir 10 Cent und hier haben wir 20 Cent. Dann kann ich sagen, okay, ich könnte auch weitere Punkte einzeichnen, zum Beispiel bei 4 Stück 10 Cent, bei 8 Stück 20 Cent. Und selbst wenn ich diesen Punkt hier mal nicht auswähle und nur die beiden Punkte verbinde, dann liegen die alle auf einer Linie. Daher kommt das Wort lineare Funktion. Lineare Funktion. Damit hängt es zusammen. Jetzt haben wir aber gesagt, wir wollen die ganze Sache vereinheitlichen, vereinfachen. Das heißt, wir werden uns jetzt nicht mit Stück und Preis, sondern ich mache das mal ein bisschen hellblauer, mit X und Y beschäftigen. Und wir werden solche Wertetabellen nicht wie, ich verweise nochmal, man kann ja hier draus auch eine sogenannte, na, ich mache das mal rot, man kann ja hier auch eine sogenannte Verhältnisgleichung bilden, ne? 4 Stück zu 10 Cent verhalten sich wie 8 Stück zu 20 Cent. Das kann ich auch als Gleichung so hinschreiben. Aber um das jetzt, wie gesagt, zu vereinheitlichen, machen wir jetzt in Hellblau mal weiter und sagen, Wertetabellen machen wir so in X und Y. Wir kümmern uns jetzt nicht um Einheiten wie Cent oder Kilo oder sonst was, sondern wir werden die Wertepaare so darstellen. Gleich mal auf der nächsten Seite, ich werde dann nochmal vielleicht zu dieser Seite zurückkommen. Mache ich jetzt wieder in Dunkelblau weiter. Und zwar, eine Funktion ist also eine abhängige Geschichte. Und zwar abhängig ist das eine von dem anderen. Wir schreiben diese Abhängigkeit so. Eine Funktion, die von x abhängig ist, könnte zum Beispiel heißen 4 mal x. Das ist die sogenannte Funktionsvorschrift. Das heißt, alle x, die ich einsetze, jetzt wieder diese Wertetabelle x und y. Alle x, die ich einsetze, muss ich mit 4 multiplizieren. Ich habe hier y geschrieben. Ich könnte auch, oder das werden wir auch in Zukunft immer tun, f von x schreiben. Es gibt später, das werdet ihr in der Physik lernen, zum Beispiel die Abhängigkeit, der Weg ist abhängig von der Zeit. Also s von t ist dann tralala, irgendwas dahinter. Und das würde man dann so machen mit einer Wertetabelle S und T eingemalt und die entsprechenden Werte verhalten sich wieder zueinander. Aber das machen wir später, möchte ich euch jetzt nicht verwirren. Aber davon kommt dieses f von x, also die Funktion wird so ausgedrückt, dass ich also eine Funktionsvorschrift schreibe. Probieren wir das mal hier aus. Das einfachste x wäre 0. Ich schreibe die mal ganz bewusst in die Mitte. Und wenn ich 0 hier einsetze, dann habe ich 4 mal 0 ist 0. Wenn ich hier minus 3 einsetze, dann muss ich sagen, minus 3 mal plus 4 ist minus 12. Wenn ich hier eine 2 einsetze, eine positive, dann sage ich 4 mal 2 ist 8 und so weiter und so fort. Und wir haben uns jetzt erstmal nur damit beschäftigt, dass wir gesagt haben, gut, den Graphen dazu malen, mache ich so, x und f von x. Wenigstens eine Einteilung. Wenigstens wissen, wie groß denn ein Wert ist, also welche Abstände sich dann hier ergeben. Und dann könnten wir schon loslegen. Wenn ich jetzt sage minus 3 und hier wäre minus 3 und minus 12, dann müsste ich natürlich hier ganz schön weit runtergehen. Diese Funktion lässt sich so nicht gut darstellen. Machen wir es anders. Ich nehme mir einfach andere Werte, die ich hier anschreibe, und zwar mache ich das so. Wenn ich die nicht darstellen kann, wenn mir das Blatt zu klein oder
ja, zu unübersichtlich wird oder weiß der Kuckuck was. Dann sagen wir zum Beispiel, dann gebe ich hier an, das sind schon mal 2. Dann habe ich hier auch eine 2. Dann hätte ich hier eine minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, minus 12 ist dann ungefähr hier. Und jetzt kann ich solche Wertepaare auch einmalen. Ne? Jetzt geht das. Das hängt also davon ab, wie ich mein Koordinatensystem letzten Endes beschrifte. Das muss nicht 1, 2, 3, das kann auch 2, 4, 6, das kann auch 3, 6, 9 und so weiter eingeteilt werden. Oder gar 10, 20, 30 oder 100, 200, 300 und so weiter. Das geht, das kann man machen. Jetzt hier bietet sich das an, weil ich ja minus 12 als schlimmsten betragsmäßigen Wert habe. Betrag von minus 12 ist 12, ne? Diese Zahl, um die es geht. Und jetzt kann ich also sagen, gut, ich fange mal an. Wenn ich kein x habe, also 0x, dann habe ich hier meinen ersten Punkt, den kann ich einmalen. Der zweite Punkt heißt minus 3 minus 12, also minus 3 ist hier. Und jetzt tippe ich hier runter, bis ich auf die Höhe von minus 12 komme. Hier ist die. Und habe meinen zweiten Punkt. Und wenn ich jetzt hier einen Graphen einmale, dann könnte ich auch Zwischenwerte ablesen. Probieren wir mal, ob 2 und 8 funktioniert. 2, 4, 6, hier oben wäre 8. Also, ich habe gesagt, ich möchte 2 und 8 einmalen und jetzt habe ich schon das erste Problem. Warum? Kleinen Moment, hier ist eine Frage. Natürlich, jetzt habe ich schon wieder mal Mist gemacht. Ich bin also vorgeprescht und habe das falsch gemacht. Hier ist natürlich nicht die minus 3. Das geht nicht. Dementsprechend ist mein Punkt auch nicht hier. Danke für den Hinweis. Das ist minus 2 hier an der Stelle. Hier ist schon minus 4. Ich müsste diesen Punkt also, hier ist minus 3. Hier geht es los. Und jetzt muss ich das malen, denn sonst hätte nämlich das auch nicht funktioniert. Das hätte ich eben spätestens gemerkt. Wenn ich jetzt den Graph hier einzeichne, diese Linie, dann kann ich sagen, gut, wenn ich jetzt einigermaßen genau skizziert habe, dann müsste ja bei dieser 2 und bei diesem Wertepaar, 2 und 8, müsste sich das ja wie folgt ergeben. Wenn ich hier aber hochgehe, merke ich, ich habe den Graphen krumm gezeichnet, ich müsste eigentlich hier landen. Nochmal, es reicht grundsätzlich, wenn ich zwei Punkte habe, aber wenn ich es nicht genau mache, habe ich Quatsch gemacht. Ich versuche das jetzt mal auf dem Tablet so genau wie möglich. Naja, ich habe es ein bisschen hingeschwindelt, aber das funktioniert. Machen wir mal eine Übung dazu, und zwar werde ich einen Graphen malen und ihr werdet mal versuchen zu bestimmen, wie denn die Funktionsvorschrift dazu ist. Ich mache das aber erstmal an diesem Beispiel rückwärts, das heißt also, ich hatte doch gesagt, wenn ich, das mache ich mal in Rot, wenn ich 2 nach rechts gehe, ne, das ist diese 2, dann muss ich um 8 nach oben gehen. 2 ergeben 8 nach oben. Positive 8. Positive 2, also nach rechts gehen, bedeutet, ich muss 8 nach oben gehen. Probieren wir das mal mit Minus aus, in einer anderen Farbe. Minus 3, ich gehe also 1, 2, 3 hier hin, an diesem Punkt, und muss von da aus minus 12 nach unten gehen. Gucken wir mal, und ich lande da unten auf dem Punkt. Das klappt. Man sagt auch, das werden wir dann später nochmal genau vervollständigen, zu diesem Dreieck hier, beziehungsweise zu diesem Dreieck, was sich hier bildet, sagt man auch Steigungsdreieck. Da kommen wir dann später dazu. Plus mal nebenbei. So, jetzt male ich einen Graphen und ihr sagt dann entsprechend, was passiert. Schnell die x und f von x-Achse. Man kann auch x und y-Achse sagen. Das ist also jetzt nicht so gefährlich. Ich habe hier eine 1, hier habe ich auch eine 1. Und ich fange mal mit dem ersten Graphen an. Den mache ich mal ein bisschen lila. Und zwar erster Punkt, zweiter Punkt, 1, 1, schwupp, oh, naja, nochmal. Zweiter Punkt, so läuft der Graph. Wie heißt dann die Funktionsvorschrift? Und ich mache kurz Pause, das überlegen wir mal. Richtig, Tim hat gesagt, f von x muss sein 1 mal x. So, jetzt kam aber noch die Frage, kann man auch das Reziproke nehmen? Das würde für den einen Wert stimmen, denn wenn ich hier schriebe, f von x wäre 1 durch x und ich setze hier eine 1 ein, dann ergibt sich tatsächlich eine 1. Aber was ist, wenn ich hier eine 2 einsetze? Dann würde sich 1 durch 2, also 1/2 ergeben. Das würde dann nicht funktionieren. Gut, ich lösche das andere nochmal schnell weg.
Schwupp, 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 schwupp. Na komm. Schwupp, schwupp. So, in diesem Fall schon mal richtig. So, nächster Graph, hellblau. Ein Punkt, noch ein Punkt. Ich versuche das mal. Hier ist die 2. Wie lautet dann f von x? Jetzt müssen wir wieder nachdenken. Wie lautet f von x? Ich mache wieder Pause. Richtig? F von x ist 2 mal x. Denn ich kann das mit dem Steigungsdreieck überprüfen. Ich kann sagen, ich gehe einen nach rechts und lande von da aus, wenn ich einen nach rechts gegangen bin, lande ich 2 weiter oben. Hier ist es. Hier ist dieses Steigungsdreieck in diesem Fall. Demzufolge ein nach rechts grundsätzlich einbringen, immer in Richtung positiv gehen. Was ergibt sich dann da? Gut, der nächste Graph, der mag mal so aussehen. Hier ist minus 1, minus 2 ist hier unten. Und wenn ich nichts einsetze, dann lande ich da. F von x ist gefragt. Wie ergibt sich das? Pause. Richtig. Hier muss minus 2x stehen, denn ich gehe 1 nach rechts und lande minus 2 weiter unten. Hier ist mein Steigungsdreieck wieder. Ich gehe 1 nach rechts und lande minus 2 weiter unten. Probieren wir das mal auf eine andere Art. Ich male mal hier die 2 ein und gucke mal, was von da aus passiert. Jetzt mache ich das mal dunkelgrün dazu. Ich habe hier die 2 eingemalt und gucke jetzt mal, was hier passiert. Und zwar, ich gehe von der 1 einen weiter und lande viel tiefer. Aber Achtung, ich bin von der 1 hier losgegangen und hier habe ich mein Steigungsdreieck, was dazu gehört. Auch das klappt. Ich darf also nicht von da oben losgehen, ne, dann würde sich was ganz Falsches ergeben. Ich gucke, ich gehe um einen nach rechts und lande 2 tiefer unten. 2 weiter unten. Jetzt mache ich es noch verrückter und zwar, ich gehe mal von 0 aus 2 nach rechts und lande 4 mal tiefer unten. Und 4, also minus 4, durch 2, ich habe jetzt einen großen Schritt gemacht, von hier bis hier, na, hier bis hier. Und lande dann so tief weiter unten, dass ich sage, okay, ich kann immer wieder, es ist ja Proportionalität, ich kann immer wieder per Steigungsdreieck, auch wenn ich das noch so groß wähle, kann ich das immer wieder nachvollziehen, wie groß ist der sogenannte, und jetzt kommt ein neues Wort, Anstieg. Zu dem Ding sagt man auch M. Also M, das ist M. Und zwar alles, die Zahl und das Vorzeichen. Und was ganz Schönes an dieser Eigenschaft ist, diese Dreiecke, das hellgrüne und das dunkelgrüne, die sind sogar gleich, die sind kongruent. Und das gestreifte bis runter zur minus 4 ist ähnlich den kleineren. Es sind überall die gleichen Winkel. Demzufolge habe ich immer den gleichen Anstieg. Vorsichtig, den gleichen Anstieg habe ich betragsmäßig auch hier gehabt. Aber Achtung, das ist er nicht, denn hier ist der Anstieg plus 2. Betragsmäßig, ich könnte dieses hellblaue Dreieck könnte ich nach unten auf das hellgrüne klappen und hätte dann den gleichen Wert. Okay, ich nehme jetzt mal eine neue Seite, sonst wird mir das zu dolle. Jetzt mache ich mal ein schönes, großes Koordinatensystem. Hier ist x, hier ist wieder f von x. Und wir rätseln mal weiter. Was ist in folgendem Fall? Hier ist 1, hier ist 1. Ich habe, jetzt mache ich mal mit dem dunkelblauen wieder, ich habe hier 0, 0 und minus 1, minus 2, minus 3. Ja, ich lande bei 7 Punkt. Dieser Punkt, ich nenne den mal, zuerst kommt immer der Punkt P, hat folgende Koordinaten. Zuerst kommt immer, wie im Alphabet, auch der X-Wert und dann der Y-Wert. Also, der Punkt heißt plus 2, minus 3. So, und jetzt male ich mal den Graphen daran. So,
Dieser Punkt ist sicher, der ist ganz sicher. Minus zwei, plus 2, minus 3. Also plus 2 und minus 3. Wie ist jetzt aber f von x? F von x wird wie gebildet? Achtung, hier steht das x und hier kommt mein m. Und dieses m müssen wir ermitteln, hier dieses. Darum geht's. Ich mache mal Pause. Richtig? Erstmal Minus, denn ich wandere zwar nach rechts, aber ich gehe dann nach unten. Das heißt also Minus. Und jetzt, ich bin 2 nach rechts gegangen und das ergibt 3, also minus 3 auf der Y-Achse. Wie kann man sich das merken? Was ich immer wieder an Schwierigkeiten festgestellt habe, die Leute verwechseln gerne 2 und 3. Also 2 Drittel oder doch 3 Halbe. Das ist das Verrückte dabei. Wie kann man sich das am leichtesten merken? Kleinen Moment mal. Es wäre verrückt, wenn ich jetzt hier versuche, mir unbedingt einzubringen, ja, muss ich das dann immer unter dem Bruch oder über dem Bruchstrich schreiben und so weiter. Das geht. Wer das so kann, habe ich nichts dagegen. Aber wir brauchen mal verschiedene Möglichkeiten, uns das sicherer einzuprägen. Und zwar, ein Weg ist also zu sagen, immer in welche Richtung ich x-mäßig gehe, das schreibe ich unter dem Bruchstrich und oben schreibe ich drüber, was dabei rauskommt, nämlich minus 3. Eine Variante. Gut, kann man machen. Moment mal. So, sicherer ist ein kleiner anderer Weg. Und zwar, ich mache das mal in hellblau, nicht ganz so hellblau. So, ich gucke, was passiert. Ich gehe einen nach rechts, wie immer. Und wo lande ich dann? Aha, bei minus 1,5. Hier ist minus 1,5. Dann kann ich sagen, dann hieße f von x auch. Das ist also minus 1,5x. So geht's auch. Und wenn ich minus 1,5 umwandle, dann kann ich auch sagen, das ist minus 3 halbe. Andererseits gibt sich aber später eine Schwierigkeit. Ich werde nicht immer so und schon gar nicht, wenn ich nur skizziere, werde ich nicht so genau ablesen können. Das ist hier noch relativ gut gelungen. Aber schaut mal, ich habe hier schon die Y-Achse sehr schräg gemalt. Das sollte man eigentlich nicht machen. Das ist in diesem Fall ein bisschen gefährlich. Aber wenn ich sichere Punkte ermittle und wir werden uns ja, wenn es geht, immer hier in Kästchen bewegen, und hatte ich ja gesagt, immer schön auf den Kästchen bleiben, dann kann ich sichere Punkte schon einigermaßen ermitteln. Der sicherste Punkt wäre allerdings einer, der immer schön ein schön großes Steigungsdreieck bildet. Das heißt, je klitzekleiner mein Steigungsdreieck, ich könnte das auch mit 1,5 machen. Wenn ich einen halben Schritt nach rechts gehe, dann bekomme ich nur, naja, und jetzt wird es verrückt, 0,75 heraus. Das wäre Wahnsinn. Je kleiner das Steigungsdreieck, umso schlechter ist es ablesbar. Aber es gibt noch einen dritten Weg, und zwar folgenden. Nochmal ganz schnell eine Skizze. Ich kann noch Folgendes grundsätzlich sagen. 1, 1, f von x, x. Wenn ich mir diese Kurve angucke, Kurve, gerade Kurve, ne? dann ist die ja f von x ist gleich x. Und die hat grundsätzlich hier einen 45-Grad-Winkel. Alles, was steiler ist, ich mache jetzt mal, nehme jetzt mal ein anderes Blau, alles, was steiler ist, da ist, also m ist hier 1, da ist m größer als 1. Alles, was flacher ist, da ist m kleiner als 1. Auch das ist eine Möglichkeit, sich das zu merken, um das zu überprüfen. Nur, wie funktioniert das hier? Jetzt machen wir das. Ich mache das nochmal hier drüben, hier Miniskizze. Was passiert im Negativen? Wenn ich mir diesen Graphen anschaue, also bei 1 und minus 1, ist der Anstieg minus 1. Einverstanden? Ich habe hier wieder einen 45-Grad-Winkel. Alles, was, mal in schwarz, steiler abfällt, da ist m. Tja, jetzt kommt's. Jetzt könnte man ja sagen, wenn es steiler ist, ist m größer als minus 1. Das stimmt aber nicht, ne? Größer, da müssen wir aufpassen. Da ist m kleiner als minus 1. Warum? Nochmal auf dem Zahlenstrahl. Ich nehme das mal als Zahlenstrahl zur Hilfe. Hier ist plus 1.
Und hier ist minus 1. Minus 2 ist kleiner als minus 1. Einverstanden? Minus 3 ist noch kleiner als minus 1. Daher kommt das. Wenn ich jetzt dann einen Graphen habe, den mache ich mal in grau, der flacher abfällt, da ist m größer als minus 1. Man kann sich's aber, was die Steilheit angeht, wie folgt merken. Hier ist es eindeutig, hier habe ich positive Zahlen, hier oben rechts. Hier kann ich mir merken, der Betrag der Zahl, also ohne Vorzeichen, wenn der kleiner ist, wenn es ein Bruch ist, der kleiner als minus 1, als 1 ist, dann verläuft das Ding flacher. Aber nur die Zahl angeschaut. Wenn ich korrekt mathematisch rangehe, zum Betrag kommen wir nochmal, das machen wir später nochmal. Wenn ich aber korrekt mathematisch rangehe und das Vorzeichen mitwerte, dann muss ich sagen, gut, m ist minus 1. Hier, wenn es steiler verläuft, dann wird die Zahl noch drastischer, also noch negativer. Die ist aber eigentlich kleiner als minus 1. Ist das so verstanden worden? Ich mache mal kurz Pause. Noch ein Übungsbeispiel. Ich nehme mal folgenden Graphen, und zwar den mache ich jetzt wieder lila. Ich gehe 3 nach rechts, 1 nach oben. Hier ist wieder mein zweiter Punkt. Wie ist dieser? Ich bin 3 nach rechts gegangen und 1 nur nach oben. Wie lautet f von x hier? Moment. Schön gemacht. F von x ist 1/3 x, genau. Wir könnten es wieder mit dem kleinen Steigungsdreieck ausprobieren. Da kann man sich auch orientieren. Also es gibt mehrere Varianten. Erstmal hier oben. Ich kann sagen, m ist kleiner als 1, also verläuft sie flacher als die 45-Grad-Linie. Also muss das 1/3 und nicht 3x heißen. Oder ich gucke, ich gehe nur 1 nach rechts und lande bei ungefähr 1/3. Aha, auch da geht es. Oder ich gehe 3 nach rechts und schaffe nur 1 nach oben. Mehr schaffe ich nicht. Naja, dann heißt es 1/3 x. Anderes Übungsbeispiel, einen hellgrünen Graphen. Ja, den mache ich mal freihand so. Schwupp. Oh, nee, den so wollte ich nicht machen. Zzt. So. Jetzt habe ich überhaupt keine Punkte dargestellt. Also muss ich Folgendes machen. Ich muss erstmal suchen. Finde ich hier einen sicheren Punkt? Ist der einigermaßen sicher hier? Ich bin 1 nach rechts gegangen. Wenn hier die 2 ist, nicht ganz, ne? Gucke ich 2 weiter. Finde ich hier einen sicheren Punkt? Wenn ich einen finde, dann schnappe ich mir den und sage, fertig, habe ich. Nehmen wir mal an, hier ist die 2 und ich lande bei, und hier wäre 2,5. Dann müsste ich hier, wenn ich 2 nach rechts gegangen bin, hier ist die 2, müsste ich hier bei 5 landen. Der Punkt ist sicher. Wenn das hier 2,5 sind, hier ist die 2, dann lande ich hier ganz sicher, einen sicheren Punkt suchen. Und jetzt, ich gehe nach 2 nach rechts und erhalte 5. Wie müsste f von x lauten? Pause. Richtig, kam ganz schnell, das ist dann 5/2 x. Wenn ich es im Kleinen angucke und sage, ich habe hier das genau mit den Kästchen ausbaldowert, dann könnte ich auch sagen, 1 nach rechts ergibt 2,5. Aha. 5/2 sind nämlich auch 2,5. Wenn ich das so groß machen muss, dass ich dann irgendwann zum Beispiel auf, nehmen wir mal an, f von x sei 10/4 x, dann kürzt man das und dann lande ich bei 5/2 wieder. Dann habe ich es auch wieder erreicht. Logisch? Ne? Wenn ich sage, hier bin ich mir nicht sicher und ich müsste ganz, das kann ich jetzt hier nicht darstellen, ganz weit hochwandern und lande bei 10 und 4 ist sicher, jawohl, das passt. 10/4, dann kann ich immer noch gucken und sagen, 10/4, das kann ich kürzen, 5/2. Man kürzt m immer so weit wie möglich. Jetzt nochmal gucken, warum ist es nicht 2/5? Na, weil es steiler verläuft als die 45-Grad-Linie, die ist hier ungefähr. Hier sind 45 Grad und die 45 Grad, da ist die hellgrüne wesentlich steiler. Gut, probieren wir noch ein letztes Beispiel in Knallrot. So. Jetzt habe ich hier wieder keine Punkte angemalt, aber ich könnte mir Folgendes ausmietzeln. Ich könnte sagen, hier
der Punkt passt. Ich lande hierbei, das ist hier, wie heißt der Punkt? Die Koordinaten des Punktes zu bestimmen ist einfach. Punkt P. Wie ist der x-Wert? Ja, ich habe schon gehört, 3. Semikolon machen, damit man auch Kommazahlen darstellen kann. Und hier ist die minus 1, ne? Also minus 1 reinschreiben. So, aber wie lautet f von x? F von x ist dann wie? Ich gehe 3 nach rechts und lande bei minus 1. Also f von x ist minus 1 Drittel x. Minus 1 Drittel x, ganz genau. Ich mache mal kurz Pause, ob es verstanden wurde. Jetzt kam die Frage, ja, wenn das minus 1 Drittel x ist, dann könnte ich das auch, dieses Steigungsdreieck auf der anderen Seite machen. Müsste ja eigentlich auch gehen. Ja, aber immer nach rechts gehen. Das heißt, ich muss mir dann, wenn ich hier schon mal bin, einen Punkt suchen und nach rechts gehen, wo ich dann wieder einen sicheren Punkt finde. Also grundsätzlich nach rechts gehen. Sonst kann es passieren, dass ich mir die Vorzeichen verderbe und dann ist alles umsonst gewesen. Also, einen Punkt suchen. Achtung, jetzt geht es auch, Moment mal, das gefällt mir nicht. Einen Punkt suchen, Entschuldigung, nach rechts gehen und einen weiteren sicheren Punkt suchen. So, so ist besser. Diese, Achtung, dieses Steigungsdreieck müsste dann diesem hier ähnlich sein, ne? Dieses muss dann genauso aussehen wie das. Genauso aussehen, was alle Winkel angeht, nicht unbedingt was die Größe angeht. Die müssen einander ähnlich sein, das muss bis dahin passieren. Können wir an der Stelle jetzt erstmal eine Pause machen? Erstmal eine gedankliche Pause. Geht das? Gut, Moment. So, die Übung sieht wie folgt aus. Es sind 1, 2, 6 Aufgaben in der Form. Da habe ich Kästchenpapier ausgeteilt sozusagen, also lauter kleine Kästchen. Und es ist Folgendes zu tun, wenn da steht f von x, ist gleich, das erste heißt minus x. Tja, da steckt mein m irgendwo, das ist versteckt. Und dann solltet ihr skizzieren. Machen wir die erste mal zusammen. Das heißt also, ihr zeichnet freihand entlang der Kästchen, zeichnet ihr ein Koordinatensystem ein, beschreibt x und f von x, das muss grundsätzlich ran, und malt dran, 1 und 1. Wenn das nicht dran ist, ist das ganze Koordinatensystem nichts wert. Jetzt schauen wir, wo steckt mein m versteckt? Das steht hier. Hier steht eine 1. Da vorne das Minus ist, ist m minus 1. Das nebenbei. So, und dann geht's los. Ich sage jetzt wieder ganz einfach, ich gehe einen nach rechts, warte, ich mache das mal farbig, ich gehe einen nach rechts und da m nur 1 ist, lande ich einen weiter unter. Demzufolge habe ich eigentlich schon, jetzt habe ich das Steigungsdreieck, jetzt habe ich eigentlich schon zwei Punkte. Nämlich den einen Punkt, wenn ich hier einsetze in Gedanken 0, minus 1 mal 0 bleibt 0, 0, 0. Und der zweite Punkt ist hier. Jetzt wäre das aber ein piepliches Gerät, was ich jetzt hier mit Hilfe dieses kleinen Steigungsdreiecks malen müsste. Dann sage ich lieber, ich mache es anders. Den ersten Punkt, den 0, 0 habe ich. Und ich setze einfach 4 ein. 1, 2, 3, 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ist hier unten. Oder 3. Und lande jetzt hier auf einem Punkt, der ist von dem weiter entfernt und kann demzufolge den Graph genauer einmalen. Also diesen Punkt, wenn ihr das richtig gemacht habt. Vor allem mit diesem Freihandmalen auf dem Tablet ist das schwer. So, das wäre der erste Graph. Jetzt mache ich Pause hier und ihr macht mal die anderen rein. Und dann werden wir sehen, wie die aussehen. Also, jetzt nochmal zur Erklärung. Ich nehme wieder auf. Ich nehme mal die letzte. F von x ist gleich ein halb x. Wie mache ich es? Ganz einfach. Ich sage, 1 nach rechts ergibt ein halbes nach oben. Das wäre mir zu klein. Hier, das hellgrüne. 1 nach rechts ergibt nur ein halbes nach oben. Das ist mir zu dumm. Ich sage, dann gehe ich eben 2 nach rechts. Und das kann nur in diesem Fall 1 ergeben. Das ist schon besser. Noch besser, ich gehe 4 nach rechts. Also habe ich endlich 2 nach oben. 4 zu 2. 2 Viertel ist genauso wie ein Halb. So, und demzufolge dann habe ich mir hier einen Punkt festgelegt und hier natürlich 0, 0. Und wenn ich 0 für x einsetze, ergibt sich auch 0 für f von x. Und demzufolge wird der Graph so rangemalt. Gehen wir mal zu dem Dunkelgrün. Die Funktion war vorgegeben als minus 3 halbe x.
Okay, ich gehe 1 nach rechts und lande bei minus 1,5. Das ist mir zu wenig. Dann gehe ich eben 2 nach rechts, dann lande ich bei minus 3. Das ist schon besser, das ist hier dieser Punkt, hier dieser. Das ist schon besser, da kann ich dann wesentlich besser meinen Graphen malen. Ich könnte auch 4 nach rechts gehen und müsste dann bei minus 6 weiter landen. Das geht auch. Also so weit erweitern, dass man da hinkommt. Weiter gehen wir zu dem hellblauen, dieses minus 3 Viertel x. So, na gut, ich gehe 4 nach rechts, 1, 2, 3, 4, oder machen wir es erstmal ganz Tippeltappeltour. Ich gehe 1 nach rechts und lande bei minus 3 Viertel. Das ist mir zu klein. 1 nach rechts ergibt minus 3 Viertel. Das stimmt, ja, schon. Aber was hilft mir das? Bei diesen pieplichen Verhältnissen und dann noch Freihand, dann gehe ich gleich, was nämlich unter dem Bruchstrich steht, gehe ich gleich 4 nach rechts und lande 3 weitere nach unten. Diesen Punkt hier, den kann man gut malen. Das geht schön. Kleiner Moment. Natürlich bereitet das zu Anfang Schwierigkeiten. Nochmal zu dem Dunkelgrün. Regel ist immer, ich gehe einen nach rechts auf der X-Achse also und lande bei minus 3 halbe. 1 nach rechts ergibt minus 3 halbe. Das ist aber so klein hier in diesem Bereich, da kann ich kein vernünftiges Steigungsdreieck ermitteln, beziehungsweise keinen vernünftigen Punkt ermitteln, schon gar nicht freihand. Also sage ich, ich gehe nicht ein nach rechts, sondern ich gehe, was unter dem Zähler steht, nämlich im Nenner, ich gehe 2 nach rechts und lande bei minus 3. Das ist auswertbar, damit kann man malen. Gucken wir uns das nochmal bei dem hellgrünen an. Ich gehe 1 nach rechts und lande bei 1,5. Oh, das ist zu knapp. Dann gehe ich eben 2 nach rechts und lande bei 1. Ich kann es noch weitermachen. Ich kann auch sagen, ich gehe 4 nach rechts und lande bei 2. Nicht die Stühle bewegen. Okay? Gehen wir mal auf den schwarzen Fall. Der ist extrem, ne? Oder noch extremer kommt dann der lila Fall. Ich gehe auf den schwarzen Fall. Ich gehe 6 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und lande bei 1 nach oben. Mehr geht nicht. Ich könnte auch 12 nach rechts gehen und würde dann bei der 2 landen. Jetzt ist allerdings mein Koordinatensystem zu klein geraten, also 12 habe ich hier nicht drauf. Also muss ich mich mit 6 nach rechts und 1 nach oben begnügen. Kommen wir auf den hellblauen Fall nochmal. Ich gehe 1 nach rechts und lande bei minus 3 Viertel. Viel zu klein. Ich gehe also 4 nach rechts und lande bei minus 3. Jetzt gucken wir uns den lila Fall an. F von x ist 0,125x. Da sage ich, Moment mal, da kriege ich kein Verhältnis raus. Gleich. Da kriege ich kein Verhältnis raus. Ich nehme die 0,125 und sage, das sind 125 Tausendstel. Wenn ich die wieder kürze, komme ich auf ein Achtel. Bloß nochmal zur Erinnerung, wie ich dann auf einen vernünftigen gekürzten Bruch komme. Heißt also, ich gehe 1 nach rechts und lande bei ein Achtel. Nö, da gehe ich lieber gleich 8 nach rechts und lande bei 1. Daher kommt dieser flache Anstieg. Kleiner Moment, hier ist eine Frage. Die Frage kam, ich sagte ja immer, und dann lande ich bei. Ganz einfach. Hier geht es um die Ermittlung eines Punktes. Bleiben wir bei dem hellblauen Beispiel. Ich mache das mal in hellblau hier weiter. Ich hatte gesagt, ich gehe 1 nach rechts und lande bei minus 3 Viertel. Das ist mir zu klein. Die Funktionsvorschrift heißt, wenn ich hier eine 1 einsetze, ergibt sich minus 3 Viertel. Also, statt des x schreibe ich eine 1. Das heißt aber minus 3 Viertel mal 1. Und das ist f von x. Also minus 3 Viertel. Daher kommt das Landen. Jetzt ist mir das zu blöd. Ich sage, das wird zu klein. Ne? Nochmal 1 nach rechts und hier in diesem Bereich. Da bin ich ja ganz nah an der Fitzelei von den anderen Graphen. Nö, ich mache das leichter. Ich sage, ich setze, die 3 Viertel muss ich abschreiben, die minus 3 Viertel. Ich setze eine 4 ein. Aha, wenn ich das dann kürze, dann lande ich bei minus 3. Und habe da einen Punkt. Das ist der hier. Das ist der Punkt. Nennen wir den mal jetzt S. Obwohl, nee, ich nenne lieber einfach P. Dieser Punkt, den nenne ich jetzt gut. Und zwar, was hatte ich gesagt? 1, 2, 3, 4 nach rechts. Ich habe den falschen erwischt. Schade. Naja, gut. Ich hatte 4 eingesetzt und habe minus 3 erhalten. Der Graph ist nicht genau genug, das reicht mir nicht. Ne, 4 nach rechts, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3 nach unten. Daher kommt das.
Gut, Moment.